Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Zwölf Uhr mittags, hi nun im Radstadion in Rötis. Diesmal nicht mit Grace Kelly und Gary Cooper in den Hauptrollen. Im Spitzenspiel der achten Runde in der Frauenbundesliga traf der FFC Vorderland auf den SV Neulenkbach. Der FFC in der ersten Spielhälfte von links nach rechts mit der ersten Chance in der sechsten Spielminute. Sanchez Pose über rechts bringt das Leder ideal zur Mitte, doch Wucher säbelt am Fünfer drüber. Auch der SV Neulenkbach, der mit einem komplett anderen Team wie noch im Cup antritt, will mehr, will zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen. 16. Spielminute, Eckball Scharnböck, Kopfball Gschöttner, aber Bachmeier wehrt ab und verhindert den Führungstreffer für die Gäste. Der SV weiter im Vorwärtsgang. Und in der 29. Minute ist das neuerlich FFC-Torfrau Bachmeier, die im 1:1 gegen Gschöttner den Neulenkbacher Führungstreffer verhindert. 4 Minuten noch bis zur Halbzeit. Neulenkbachs Torhüterin Zink klärt mit einer Fußabwehr vor Sanchez Pose. Und es bleibt beim 0:0. Hinein in den zweiten Durchgang, der FFC mit Schwierigkeiten. 47. Minute, Eckball Neulenkbach, Egritzberger direkt auf den FFC-Kasten, aber die Kugel springt vom Quergebälk ins Feld zurück. 8 Minuten später dann die Entscheidung in dieser Partie. Angriff des FFC, von Brühl setzt sich gegen 3 Neulenkbacherinnen durch, spielt auf Bereuter, weiter zu Müller und dessen Zuspiel schlänzt Annalena Wucher mit ihrem ersten Bundesliga-Treffer an Zink vorbei zum 1:0 ins Netz. Der Führungstreffer wirkt auf die Vorderländerinnen wie ein Befreiungsschlag. Doch die sich daraus bietenden Chancen können nicht genutzt werden und so bleibt es beim 1:0. Im Finish setzen die Niederösterreicherinnen alles auf eine Karte, versuchen alles. 86. Spielminute, Scharnböck zieht ab, Bachmeier taucht und fischt die Kugel aus der Ecke. Und als die Torfrau in der Nachspielzeit auch noch gegen Stöttner die Null festhält, ist die Messe gelesen, der dritte FFC-Heimsieg im Kasten. Damit überholen die Vorderländerinnen den SV Neulenkbach in der Tabelle und liegen vor dem letzten Spieltag auf Platz 4. Die Goldtorschützin war Annalena Wucher. Dankeschön, der Mitballsponsor EHG. Der Stein ist ja schon am Schluss vom Herzen gefallen, aber ich freue mich riesig für die Mainer. War eine großartige kämpferische Leistung auf sehr schwerem Boden. Ich finde, der Sieg ist hoch verdient. Wir haben einige gute Chancen noch gehabt. Neulenkbach natürlich auch nicht ungefährlich, keine Frage, aber Kompliment, großes Kompliment an die Mainer für die kämpferische Leistung. Ja, ist natürlich ein super Gefühl immer dort zum Schießen, aber eine super Mannschaft ist das natürlich auch nicht möglich. Also ein Lob an die Mannschaft, echt. Wir haben uns die zweite Halbzeit wieder zurückgekämpft und ja, die zweite Halbzeit auf das kann man aufbauen. Gut gewesen. Ja, mehr oder weniger. Ich meine, wir haben unser Ziel vorläufig jetzt mal erreicht, dass wir im Mittelfeld sind, sogar jetzt eher weiter vorne. Ist echt super Gefühl, aber jetzt es geht noch weiter. Ein Spiel haben wir noch, nächste Woche in Graz. Und jetzt hast du natürlich wieder volle Konzentration und dann wieder voll angegriffen. Ja, so knapp nach dem Spiel jetzt, das zu analysieren, ist natürlich schwierig. Sehr schwierig. Gefühlsmäßig bin ich der Meinung, dass wir die erste Hälfte eher kontrolliert haben, dominiert haben, sehr viele Torchancen ausgelassen haben, wo wirklich große dabei waren, da solltest du das 1:0 machen, das ist so. Zweite Hälfte war es dann so, dass er den arger Schlag aber davor. Es war meiner Meinung nach ein rassiges Damen-Bundesliga-Spiel, hat alles gehabt, hat Zweikämpfe gehabt, hat Torchancen gehabt, hat gute Spielzüge gehabt, war Werbung meiner Meinung nach für den Fußball, für den Frauenfußball. Wenn du nachher natürlich 1:0 verlierst und hast dann noch Top-Möglichkeiten zum Ausgleich, dann schmerzt es natürlich sehr. Es schmerzt wirklich sehr.